Also das finde ich geil. Zwei Minenloren schon und was haben wir hier? Pumpkin Seeds, geil. Activator Rails weiß ich immer noch nichts mit anzufangen. Aber ich bin auch nicht so sag schon, Eisenbahnkönig und Redstone-König, als dass ich mir da irgendwas drauf einbilden könnte. Der Bogen sieht schon ziemlich beschissen aus. Das muss ich einfach mal so sagen, ohne den Bogen jetzt beleidigen zu müssen, wollen haben sein. So, dann setzen wir mal die Truhe daneben. Und packen da mal das ein und das. Und dann sind wir eigentlich so weit am Start. Das blöde Spinnennetz da, das erinnert mich nur daran, dass es hier Spinnen gibt. Da ist noch eins davon. Die sind schon ziemlich nah dran, also. Warum brennt der Ofen nicht? Ach so, weil das Steak schon fertig ist. Geil. Kann ich? Ja, die Spawn Point Set. Das finde ich geil. So, ich mache mal kurz hier aus diesen Stöcken. Was soll denn das? Macht man doch keine Leitern, Vogel. Er streitet sich wieder mit sich selbst. Ist das nicht wunderschön? So. Maus. Ja, dazu habe ich jetzt noch meine Tastatur beschädigt. Jetzt funktioniert sie wieder halbwegs. Ja, mir ist ein kleiner Incident passiert, ein kleiner Unfall. Und zwar habe ich eine volle Tasse Tee mit Honig über die eine Seite der Tastatur gegossen, in einem Anfall von, ja, Altersdemenz. So, wie hoch sind wir hier eigentlich? 48, das dürfte ja eigentlich gar nicht so weit nach oben sein. Ich mache ja normalerweise so diese Schutzräume in die Seite rein, so dass wenn Lava von oben kommt oder so, dass ich dann nicht böse bin dran. Aber dieses Mal gehe ich mal das volle Risiko ein. Ich kann immer noch nach hinten springen, wenn die Lava kommt, sagte er und brannte. Ja, außerdem wird es dann hier drinnen ziemlich dunkel mit der Zeit. Ja, wie weit sind wir denn schon? Ja, noch in 8, in 8 Feldern sollten wir oben sein. Spätestens. Ja, das wird nichts. Ich glaube, wir müssen noch mal Leitern bauen. Das heißt, ich glaube, das ist ganz sicher. Ja, geht die Sonne jetzt auf oder unter? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier mal den folgenden. Alte gute Strategie. Halt. Alte gute Strategie ist so nicht gut. Ja, man kann sich da ja immer wieder runterbauen. Vielleicht kann man vom Stift auch oben sehen, in welche Richtung Honky Island ist. Denn das hier ist zwischen Honky Island und dem unbenannten Dorf. Da drüben ist das unbenannte Dorf, seht ihr? Also wer es nach sich benannt haben will. Oh, ich glaube, ich sollte dann doch. Fuck, es ist tatsächlich Sonnenuntergang statt Sonnenaufgang. Ja, ich baue mich erstmal wieder runter. Ich weiß, der ist noch nicht fertig und nicht fallen. Aber ich mag nicht nachts jetzt hier draußen rumeiern. Beeil dich, Kollege. So. Monsters nearby. Ja, irgendwas ist hier nearby.
But it has no chance to hold us up. Es hat keine Chance, uns aufzuhalten. This is very good English. It has no chance to hold us up. Ja. Also die Leute, die mein englischsprachiges Let's Play verfolgen, werden wahrscheinlich wissen, dass mein Englisch bei weitem besser ist als das, was ich hier manchmal zum Besten gebe. Und ich sag ja, ich mag es manchmal, nicht nur manchmal, meinen Spaß damit zu haben, ja, halt mit Absicht schlechtes Englisch zu sprechen, damit es dann tatsächlich solche beknackten Leute gibt, die meinen so, Alter, du solltest kein Englisch sprechen, du kannst das gar nicht. Ja. Ja, Dinge mit Absicht falsch machen und sich dann darüber beömmeln, dass andere das auch noch ernst nehmen, na, macht Spaß. Da drüben ist Honky Island. Da drüben, diese Tannenspitze, kann ich euch sagen, ist Honky Island. Da drüben ist das Dorf. Was jetzt ganz cool wäre, das wäre, wenn wir hier eine Straße kriegen würden. Das ist eine Menge Arbeit. Das ist eine Menge Arbeit. Aber it's worth it. Das ist es wirklich wert. Wir haben hier eine Menge Löcher im Boden, ne? Alter. Da stolpern wir mal soeben gerade auf eine Mine. Auf eine Mine, das wäre nicht schön. So, Landminen. Da hat die Genfer Konvention was gegen. Da seht ihr, da ist Honky Island, da drüben. Und wenn wir noch ein bisschen höher bauen, können wir vielleicht sogar Horstieheim sehen. Horstieheim dürfte irgendwo da drüben sein und St. Ursula dürfte irgendwo da sein. Achtung, mein Gott. Mach doch nicht sowas. Da unten ist ein Lederlieferant. Warte mal kurz, Kollege, ich komme gleich. Wie bestellt, so geliefert. Aber erstmal muss ich jetzt Folgendes machen, damit das hier alles einen Sinn ergibt. Und nicht, wie man im Englischen sagt, es macht Sinn, it makes sense. Das ist höchstens im Englischen, this makes sense. Ja. Allerhöchstens im Englischen. So, ja, jetzt noch einen da oben. Hätten die auch ein Lagerfeuer oben drauf setzen können, das hätte vielleicht... Alter, wie baut man ein Lagerfeuer? Alter, wie baut man ein Lagerfeuer? Ich würde da gerne ein Lagerfeuer oben drauf setzen, weil das auch noch eine Rauchfahne gibt. Das ist dann ein Kackstift Deluxe. Warte, das machen wir. Kackstick Deluxe. Unser Kackstick Deluxe. Ich muss mich erstmal um den Herrn da kümmern. Machen wir es mit dem Bogen. 17 Pfeile noch. Ja, eigentlich sind diese Pfeile für was viel, viel, viel Wichtigeres. Viel, viel wichtiger. Halt. Ich will mal gucken, was der... Nautilus Shells. Okay, das wäre was, aber wir haben eh keine Emeralds. Und bis wir die haben, ist der Vogel wieder verschwunden. Herrgott, noch eins. So. Bleib stehen. Der bleibt wirklich wieder stehen. Pass auf, jetzt wird. Der ist nämlich nicht schlau, der kommt jetzt gleich auf mich. Sag mal. Kollege, willst du nicht mal stehen bleiben? La 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 la. Dann warten wir halt, bis er stehen bleibt und verbannern nicht unsere ganzen Pfeile. So. Leder und Leashes. Ich will mal sehen, ob ich hier irgendwelche von meinen Pfeilen wiederfinde, die ich in die Gegend geballert habe. Beude. So. Lass mich mal runtergehen in den Keller. Also dieser Kackstift wird wirklich weithin sichtbar sein, ganz besonders wenn man ihnen halt ein Lagerfeuer oben drauf gibt. Campfire. Stumpen, Kohle, Stöcke. Hä? Was fehlt? Logs haben wir doch. Haben wir keine Logs? Doch, wir haben Logs. Ach, Stöcke fehlen. Ja, unglaublich.
Es ist unglaublich, meine Freunde. Ja, das war ja schon ein paar Mal der Fall, dass uns irgendwie zu Rezepten Stöcke gefehlt haben und ich das einfach nicht gesehen habe, ne? So, dann nochmal. Camp. Camouflage? Ne, kriegen wir nicht. Campfire. Jo, da haben wir ein schönes Campfire. Finde ich übrigens blöd, dass man die nicht abbauen kann. Kann man wahrscheinlich mit einer Axt mit Silk Touch oder so, ne? Ja. Nee, aber das finde ich blöd. Eigentlich sollte das mit einem ganz normalen Werkzeug abbaubar sein. Warum? Achso, haben wir noch mal nicht geholt. Ja, da wäre uns ja beinahe was entgangen, ne? Geh weg. So. Bauen wir uns einfach hier nochmal hoch. Dann kommt da oben ein Campfire drauf. Geh mal lieber in Schleichenmodus, ehe es dich hier zerhackt. Alter, ist das hoch. Wir könnten noch höher, aber wozu? We could get higher. Just a little bit higher. Higher, 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 higher. And fire. So, also, nochmal um sicher zu gehen. East, northeast. Northeast, das heißt southwest. Southwest. Ist die Mine von Honky Island. Southwest, Südwest. Für diejenigen, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. So. Sieh zu, Kollege, wir haben eine Mine zu erkunden. So, wie gesagt, das ist unsere erste Base of Operations. Ace of Base und ja. So. Ich überlege mir jetzt, ob ich das hier weitermachen soll. Vielleicht noch ein bisschen. Juhu. Ja, was ich auf jeden Fall machen sollte, ist mir erstmal einen Portable Crafting Table zu erstellen. Und einiges an Schrott loszuwerden. Also was eigentlich kein Schrott ist, sondern eigentlich sehr valuable material. So to say. Wie zum Beispiel das hier und das hier. Also die Spenden des Lederlieferanten zum Beispiel. Weil wir haben nur noch 6 Bogenpfeile. Und 6 Bogenpfeile ist für die Erkundung einer Mine mal gar nichts. Das ist ein Schiss. So. Die Madame Lavada hat zwar gute Dienste geleistet, ist mir allerdings ein klein wenig zu dangerous. Also wird sie killed. Bye bye, Madame Lavada. It has been nice with you. So, ich werde mir mal den Sand da wieder raus diggen. Und ja, dann sehen wir mal zu, dass wir hier irgendwie ja ein bisschen weiterkommen noch, ne? Also, also, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll oder das oder vielleicht sogar das hier. Das ist eine Menge Madame Gravel. Und wenn wir damit gut umgehen, dann könnte man im Endeffekt auch das Pfeilproblem sehr, sehr schnell mal blösen. Blösen? Was? Wem willst du einen blösen? Hör auf, dich so zu entblößen, Alter. Ist ja nicht zum Aushalten. Gut. Also, ja, da können wir eigentlich noch ein bisschen mehr von diesem Quatsch machen. Ich halte von dem da überhaupt nichts. Was sagst du dazu? Das macht mir irgendwie Angst. Aus Gründen. Wenn man dann nämlich erstmal runterfällt, dann da drinnen hängt und unten steht vielleicht ein Skeletor, kommt öfter vor, dann ist das nicht so lustig. Nee. Ja, komm. What happens if I dig this out? Then there is a digger. Oh. Freude, ist das eine von denen? Das lookte ganz gewaltig. Das lookte.
Das lookte ganz mighty wie eine Giftspinne. Und das wäre auch gar nicht weiter verwunderlich, weil nämlich in genau die Richtung ist der Poisonous Spider-Spawner. Ich lucke mal kurz rein. Aber erst nachdem ich mich hochgeheilt habe, wenn du verstehst, was ich meine. Ich trage nämlich High Heels, haha. This is very, very, very unübersichtlich. Wenn man sich high geheilt hat, ne? Dann kann man nämlich auch Sachen machen. ja. Eigentlich könnten wir jetzt, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen meine Nerven strapaziert habe, zu dem zurückkehren, was ich eigentlich tun wollte, nämlich euch Dinge zeigen. Dann werden wir aber für eine ganze Weile hierher nicht mehr zurückkommen, weil dafür einfach keine Zeit ist. Aber ich finde das hier gerade sehr, sehr interessant. Ich würde ganz gerne da über dieses Ding, wenn das denn geht. Ja, genau. Es ging. It worked. Boah. So, ich hau mir kurz hier. Heute! Ne? Guck mal. Ich würde ihm ganz gerne eine verplätten, aber der ist leider an einem Ort, wo ich nicht drankomme. Weißt du was? Dann hauen wir durch den Schüssel mal hier raus. Und ich mache einfach mal unseren Hauptraum nicht unter dir wegbauen. A little bit more insecure. Ui, das sind gleich zwei. Komm hoch. Komm hier hoch, Skeletor. Du feige Sau. Wenn das jetzt Marty McFly wäre, dann... Aber der Mann ist einfach kein Ehrenbruder. So sehe ich aus, wenn ich angestrengt bin, ich weiß. Sag mal, Ehrenmann. Sei doch mal ein Ehrenmann, Skeletor. Sind alles keine Ehrenbrudis hier. So, also. Es ist wab, wie es ist. Ich hasse es. Hast du gesehen? Ein Creeper-Schwein. Ich habe es gesehen, das Creeper-Schwein. Es versteckt sich in der Säulenhalle. Da hinten ist die Säulenhalle und deswegen hasse ich die Dinger. Wah! Ich sag's doch. Ich hab's doch gesagt. Und da ist ein Spinnennetz. Ah! Nicht das Spinnennetz rennen. Und jetzt hier. Geh da hoch. Oder, ne? Ich weiß, ha, der hängt, geil, dankeschön. Das war einigermaßen riskant, ich weiß. Und weißt du was? Ah! Mann, erschreck einen doch nicht so, du nicht Ehrenbrudi. Nicht Ehrenbrudi. Nicht der Ehrenbrudi. So.